herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Ja, zum Fußballmanager im 3D-Modus. FC Schalke 04 gegen Bayern 04 Leverkusen. Das wird ein Match. Salah jetzt hier auf Verfahren. Gucken wir mal, wie das läuft. Denke mal, das wird schon ganz gut werden. Oh, der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen. Castro war da wohl ein bisschen ruppig rangegangen. Freistoß, gute Position. Da kann man doch direkt mal reinköpfen, ne? Na, wo kommt? Verfahren. Kopfball. Draxler. Ja, damit steht schon 1-0 durch Julian Draxler. Direkt am Anfang kriegen wir das Ding rein, aber tja. So ist das, ne? Pech. Das ist Pech. Nicht gut aufgepasst da hinten. Man steht jetzt 1-0 für die Schalke. Für die Schalke. Für den FC Schalke. Rolf ist gegen Draxler. Perfekt. Ja, komm, ey. Das ist direkt rot. Richtig. Alter Falter. Nimmt den Ball weg. Zack. Und Worms. Direkt vorm Schiri. Ich hab nichts gesehen, keine Ahnung. Kurz mal geschaut. Ah, nö, ist nichts los. Gut, gut, jetzt müssen wir das irgendwie ausnutzen. Schön, Emre Can. Rolfes. Ah, meine Güte, spielt doch ein bisschen kürzer noch. Die Jungs müssen näher zusammenrücken. Die müssen näher zusammenstehen. Naja, ich möchte schon gerne ZM haben. Das geht echt nicht. Schade. Die müssen näher zusammenstehen. Das heißt, ich muss die Laufwege ein bisschen weiter nach vorne eben ziehen. Dass sie nicht zu krass nach hinten gehen. So. Vielleicht machen wir das auch so. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Mal ausprobieren. Warum nicht? Also, wir sehen, es zentriert sich alles auf Kießling. Das ist eigentlich der Plan der ganzen Sache. Kießling soll den Ball haben. Heinarzt. Gelb. Mann, der Schiedsrichter. Der pfeift ja jeden Pups jetzt mit einer Karte. Die rote war, ja, war halt von hinten. Kann man gelb geben, aber muss man auch nicht. So, er passt bestimmt gleich nach hinten. Oder läuft einfach gegen den Gegner. Das ist auch eine Option. Kann man natürlich auch machen. Stefan Kießling. Er war halt komplett alleine. Da hilft ihm keiner. Ginter. Sehr gut. Rolfes. Alle sehr offensiv mit. Okay. Da werden die Laufwege sehr, sehr, sehr genau übernommen. Son. Ja, also warum probieren wir es denn nicht ein bisschen einfacher? Öffne Taktik. Früher flanken. Vielleicht früher flanken. So vielleicht. Eigentlich am besten gar nicht flanken. Dann ein bisschen höher kommen. Am besten, ne? Ich weiß nicht, ob da wirklich jetzt viel bei rumkommt in meiner Einstellung. Bender, sehr schön. Auf Emre Can. Auf außen, Sydney Sam. Boah. Rolfes, wieder Sydney Sam. Oh! Reingefoult! Son! Wie auch immer heißt. Hongming. Yong. Yongming. Ich hab keine Ahnung. Ich nenne einfach nur Son. Ich kann das Heoin Min nicht aussprechen. Heoin. Wie auch immer. Son! Sehr gut. 1-1 mit ein bisschen viel Glück. Passt das ja schon. Ist schon okay. Reinhardt. Son. Auf Bender. Jetzt auf aus. die Flanke war optimistisch. Ganz optimistisch. Definitiv. Schade, echt. Worms. Für wen? Damit Castro ihn wieder hat. Sehr schön. Rolfes. Warum haut ihr die Dinger denn so hart? Was ist euer Problem?
Warum schießt ihr die denn immer zum Mond? Ach so, weil sie jetzt die hochschießen sollen, oder? Bei 50% oder was? Oder wie? Okay, Ginter. Na. Sam! Ah. Aber eigentlich sage ich doch immer Kurzpass spielen. Wieso knallen die Dinger denn so weit weg? Weil sie schon früh schlagen sollen, oder was? Ah, ich bin da echt noch am Verzweifeln mit diesen Einstellungen. Gladbach-Bremen 1-1, okay. Bender. In die Luft geworfen, den Ball. Egal wohin, Hauptsache nur mal zum Gegner. Warum nicht? Aogo. Emre Can, herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank, dass du das so gut machst. Son, jetzt gib Gas, bevor dich Höger umnatzt. Da ist überhaupt gar keine Aussicht auf den Ball. Gib dem doch bitte irgendwie auch eine Karte. Mindestens gelb. Erst pfeift er jeden Scheiß mit einer Karte. Und dann gibt er überhaupt nichts. Er hat da gesoffen, der Schiedsrichter. Der nervt echt. Der ist so ein Spacken, der Schiedsrichter. Fängt erst mit einer roten Karte an. Legt die Latte ganz nach oben. Und dann setzt er immer weiter runter. Ach, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr zu pfeifen. Schön, dass wir da im Strafraum gefoult werden können. Umgeklatscht werden. Ist alles gut. Super. Ja, hier ist auf jeden Fall schon Halligalli los. Bayern führt auch. Ui. Wie sieht es mit Dortmund aus? Die liegen hinten. 1-0. Bremen unentschieden. Mainz führt. 3-1. Hamburg 2-0. Also sieht schon mal nett aus. Reinhardt, ne? Hier eine gelbe Karte. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Lass mal den Assistenten mal hier machen. Ah, schön. Stimmung. Stimmung, Stimmung. Stimmung plus, Stimmung plus. Super. Ja, der Assistent macht das sehr gut, ne? Reinhardt, da bin ich echt überlegen, ob wir den schon gleich mal auswechseln für Wollscheid. Ah, machen wir. Weil die Karte, das ist mir echt zu riskant. So, los geht's. Anstoß für uns. Und jetzt muss da was kommen. Freunde der Sonne. Die haben einen Spieler weniger. Son. Spitze. Jetzt auf die Flanke. Auf Sydney Sam oder wen auch immer. Aber irgendjemand. Freunde, was macht ihr denn da? Aogo. Salai. Oder Shalai, wie auch immer er heißt. Shalam. Schuss. Verfahren. Wumms. Ecke. Jetzt wird's wieder passieren. Ecke, bing, 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 Tor. Oder auch nicht. Gut gemacht. Schön weggeschlagen. Kiesling, jetzt lauf. Jones ist da besser dran. Schade. Die Ballannahme war nicht so perfekt, nicht wahr? Gut, Wollscheid. Schön. Genau, Son. Jetzt muss die Flanke vielleicht auf Sydney Sam kommen. Rolfes? Was ist das denn für eine Taktik von euch? Er steht schon vor dem Torwart. Und da geht mir die Hutschnur auf. Das gibt's ja nicht. Was ist das für eine Taktik? Und jetzt kriegt er nicht mal diesen Scheißball. Oh, Sam, meine Güte. Er steht schon vor dem Torwart. Musst du noch ballern und ballert ihn wieder zurück. Zwischen drei Verteidigern oder was? Was ist denn da los? Das kann doch nicht euer Ernst sein, was ihr da spielt. Meine Güte, ey, die Flanken gehen mir richtig auf den Pisser. Alter Schwede. Flankenposition. Erst hier, hinten. Weiß ich. Die spielen ja nur mit Flanken. Es ist alles Flanke. Es ist nicht kurzes Passspiel. Es ist nicht vorsichtig. Es ist nicht Kurzpassspiel. Es ist einfach nur baller die Dings nach vorne. Baller einfach weg. Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, früh flanken. Ja, 25%. Das ist sehr, sehr früh. Da flanken sie überall. Das sind alle Pässe Flanken. Meine Güte. 63. Minute. Ich kriege hier halt ein Herz, Kasper. Das gibt's ja nicht.
Jungs, es steht 1-1. Die haben einen Mann weniger als wir. Oh. Meine Güte. Fast. Ehrlich, das war schon nicht verkehrt. Das war schon nicht verkehrt. Okay. Sydney Sam. Nummer 2. Robbie Kruse kommt rein. Ich vertraue jetzt auf dich. Robbie Kruse. Unser Australier. Kiesling gegen Jones. Jones macht einen Haken und ist weg. Boateng. Danke. Auf Bender. Ah, selbstverständlich. Auf. Also es ist echt sehr erfreulich, wie die Anweisungen alle 1:1 übernommen werden. Vermutlich habe ich irgendwas falsch eingestellt. Ich, keine Ahnung, ich kann es echt nicht definieren. Ich weiß nicht, was da los ist. Also ich sehe nur Blödsinn in der Mitte herumfliegen. Kruse, jetzt aber. Herrgott nochmal, das gibt's ja nicht. Meine Güte. Und es schießt aus 3 Meter Entfernung. Endlich, herzlichen Glückwunsch. Meine Güte, wer kommt denn auf diese Idee immer, wenn er vorm Torwart steht, jetzt 8 Kilometer nach hinten abzulegen? Also, es ist irgendwas echt überhaupt nicht richtig mit diesem 3D-Modus. Das Spiel kotzt ja richtig an. Es tut mir wirklich leid. Wir führen, das ist alles super, das ist total toll. Aber es spielt sich echt wie ein Haufen Rübenkacke. Ich habe keine Ahnung. Auf Wiedersehen, ja, kommt gleich eine Chance. Ja, ach super, schön. Spring den doch von hinten in den Rücken rein. Meine Güte, seid ihr denn behindert heute? Oh. Oh. Mein... Oh. Ich kann es echt nicht... Ich kann nicht mehr reden, das ist... Ich kann es nicht sehen. Was haben die denn für Probleme da bei Bright Future, bei EA? Dass sie da so einen Scheiß produzieren. Meine Güte, wir haben einen Mann mehr. Und die spielen hier wie... Er macht ja nicht mal was, der Schalke hat ja nicht mehr Geld verdient. Kiesling läuft in ihn rein und fällt um. Oh, dieses Spiel. Alter Falter, du machst mich hier bekloppt. Ich weiß auch nicht, es ist echt übertrieben schlimm. Das ist übertrieben. Weg mit Impel. 1 und Z. Sehr gut, Kruse. 4 Minuten Nachspielzeit. Meine Güte, ey, was ein Spiel. Da wirst du ja echt behindert in der Birne. Echt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also doch, ich habe schon mit dem Fußballmanager habe ich eigentlich schon alles erlebt. Das ist, jawohl, jetzt tanken sich da alle durch. Spitze. Kiesling, schön weitergespielt. Rolfes auf Kruse. Kruse auf Außen auf Son. Der kriegt natürlich den Ball wieder mal nicht. Wieso flankt ihr denn so viel? Was versteht denn eine Einstellung Kurzpässe und sichere Pässe denn nicht? Schön, Kruse. Daneben. Boah, wunderbar. Also noch genauer, noch ungenauer kann man, glaube ich, nicht schießen. Also hier lief ja alles schief. Nur noch am Flanken, wo sie auch waren, nur noch vorne rumgeballert. Also das ist ja richtig schlimm. Da, meine Güte. Ich bin echt überfragt. Es tut mir wirklich leid. Liegt's an der Höhe, dass ich da sagte, dass... Keine Ahnung. Wir müssen uns das jetzt hier im Nachbericht angucken. Meine Güte, da passt ja überhaupt nichts auf dem Feld. So, lass mich hier raus. Ich will aus dem 3D-Modus. Bitte. Alter, das Spiel reizt mich gerade aber tierisch. Es reizt mich. Ich will es kaputt hauen gerade. Alter! Meine Güte. Sorry dafür, aber es ist echt...
überhaupt nicht zu verstehen, dass diese Anweisungen überhaupt nicht übernommen werden. Also, es muss doch irgendwie einleuchten, dass ich da, wenn ich sage, Kurzpass und sicher spielen, dass ihr dann von Station zu Station spielt und nicht irgendwie aus dem eigenen 16er praktisch die Flanken ins Aus auf der anderen Seite schießt. Also, ich hab's nicht kapiert, keine Ahnung. Bei uns Lars Bender, der beste Mann auf dem Feld. Schön, super, toll. Eine Vorlage hat er da gegeben. Son auch eine Vorlage. Sidney Sam und Kiesley machen die Tore. Spitze. Das Ergebnis 1-2 ist in Ordnung. Aber wie es auf dem Feld aussah, das ist ja überaus furchtbar. Also das geht überhaupt nicht. Das geht auf keine Kuhhaut. So, unsere Siegesserie hält an. Also beziehungsweise, ja, ne? Zwei Siege hintereinander, ein Unentschieden und davor noch ein Sieg. Sehr schön. 10 Punkte. Was ändert sich? Schauen wir uns das mal an. Dortmund verliert gegen Eintracht Frankfurt 2-0. Hamburg gewinnt 3-0 gegen Eintracht Braunschweig. Nürnberg gewinnt 3-2 gegen Augsburg. Das ist auch sehr schön. Wolfsburg gegen Hertha BSC 2-0. Hannover, Mainz 2-3. Stuttgart 2-0 gegen Hoffenheim. Bremen gewinnt 3-2 gegen Gladbach. Schön. Leverkusen 2-1 gegen Schalke. Das haben wir ja gesehen. Und Bayern spielt unentschieden. Damit sind wir punktgleich. Nur die Tore sind eben ein bisschen anders als bei den Bayern. Und Stuttgart hat auch genauso viele Punkte wie wir. Und sogar die gleiche Tordifferenz. Wir haben aber mehr Treffer. Glaube ich, da spielt das als nächstes hinein. Deswegen sind wir Platz 2. Okay, in Ordnung. Wir sind nicht nur liebe, brave Jungs. Auch Schwiegersöhne können zu lang. Aha, Clemens. Aha. Erst nach 0-1 haben wir auch gut gespielt. Am Ende hat meine Mannschaft nicht mehr gemacht als notwendig. Dennoch, es passt noch nicht alles. Wir brauchen noch Geduld. Also, es passt noch nicht alles. Ist ein bisschen untertrieben. Da passt ja rein gar nichts. Also, das war richtig furchtbar. Lars Bender hier in Team der Woche. Spitze. Super, ich bin zufrieden. Freut mich. Stefan Kiesling. Hier arbeitet sich langsam, aber stetig nach oben. Genau wie Lars Bender hier. 2,5 Durchschnittsnote ist in Ordnung. Max Kruse. Wer bist du? 25, auch hier die Position, die wir hier so benutzen. Sehr schön. Eine 1,5 Durchschnittsnote. Das ist 2 Spiele natürlich. Okay. 4 Spiele, Sven Ulreich. Auch gut. Benaglio auch eine 2,25. Also die Torhüter sind ja richtig gut. Ah, Fairplay. Ja, jetzt haben wir schon mal 2 Punkte, 2 gelbe Karten und das Duell. Wie er aussieht, Kevin Prince Boateng, eine 4-0, Lars Bender 1,5, bam, dem haben wir es gegeben. Gut, damit ist das soweit zu Ende. Änderung beim Vorstand, aktuell Boeing 19, die Finanzen sind in Ordnung. Top-Transfers, ja, Götze ist perfekt, super gut, Son auch sehr gut, Platz 5, oh, da können wir zufrieden sein eigentlich. Schwab zu Stuttgart, ablösefrei. Okay, Daniel Schwab, was sagst du denn? Wie siehst du denn jetzt aus? Oh, den hätte man auch halten können, ne? 25, ein guter IV. Wieso haben sie den denn nicht gehalten? Oh, das ist aber echt traurig. Naja. Hagui, Karim Hagui. Mhm. Auch gut, ne? 29 aber schon. Kleine Serie. Juhu! Viele Tore. Juhu! Match gedreht. Juhu! Underdog. Ja, das war's erstmal für diese Folge. Riskanter Schwager erfolgreich und hat die Ehre, hier von mir auch gegrüßt zu werden. Großes Lob, sagen wir mal. So. Sehr schön. Das war's für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch die Folge auch trotz meines Rage-Outburst gefallen haben könnte, dann lasst doch ein Like da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf viele Kommentare und viel Beteiligung. Also bis denne, macht's gut. Tschüss.